Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Division und nicht Destiny, wie ich gerade kurz gesagt hatte im Out. Ja, hat auf jeden Fall wieder hier für Furore gesorgt im Teamspeak. Leider ohne den Tobi, der ist nicht da, aber dafür sind dabei der Curry immer noch und der Dennis. Hallo, hallo. Hier im Spiel playnation.de. Übrigens eine schöne Website, könnt ihr mal drauf gehen. Ja. Dankeschön. Ne, kann man machen. So, habe ich auch gehört. Sollen wir mal drauf gehen? Oder sollten die Leute mal drauf gehen? Oder gibt es die heißesten Gaming-News? Und um die Uhr. Viele es Leute gibt auch ein Division-Quiz. Division-Quiz. Oh, Alter. Ja, Alter, da habe ich sogar mitgemacht, ey. Ja. Super. So, seitdem bin ich Agent. Kann man den erschießen oder nicht? Nee, lass mal sein, oder? Nee, das sind Zivilisten. Bitte lass es. Also, das Problem, was uns sich jetzt erschlossen hat, ist natürlich, dass wir jetzt hier den Beta-Content spielen, den viele von euch schon unter unseren Beta-Folgen spielen. Das ist ein bisschen schade natürlich, dass es jetzt gleich ist, aber... Hey, das ist nicht so tragisch. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Oh. Sie halten Dr. Candle und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Ja, also wir müssen jetzt hier den Madison Square Garden. Wie gesagt, kennen wir ja schon aus der Beta die ganze Geschichte hier. Wir bleiben hier Jawohl. Als Schattendeckung. Wenn sie das weiß medizinische nicht, ob sich hier Personal was geändert hat oder so. Geben wir Geleitschutz. Ich glaube schon ein bisschen, oder? Vor allem, die Typen finde ich immer noch so sinnlos. Ne? Wir bleiben hier als Rückendeckung. Warum kommen die denn nicht einfach mit? Da sind sie, da sind sie, wir kriegen Gesellschaft. Pass auf, scannen, ich scanne. Geh in Deckung, Sarazar. Alter, die mag ich doch locker aus der Hüfte. Gleich wieder am Arsch, Alter. Die Schweine. Zack. Fuck. Auf da, Leute! Geh vorsichtig, auf die Seite, da will einer rumjoinen. Muss nachladen. Schön auf die Köpfe. Ich hab dich. Eine Waffe verzieht ja mega. Ja, wir haben ja noch keine Modifikation und nix, ne? Ah, Mann! Ja, Mann, schön. Nice! Auf der Jungs, go! Links, links, auf der linken Seite. Okay, haben wir. Sie. Oben kommt noch einer. Okay, halten wir uns bereit. Ja, hast du ihn? Alter, boah, der gibt ja aber richtig einen mit. Okay, ist down. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Candles Aufenthaltsort finden. Okay. Die gute Frau Doktor. So, mit dem Sicherheitssystem verbinden. War schon mal jemand von euch im Madison Square Garden? Ich nicht. Nee. Nee, ich leider auch noch nicht drin. Ich bin nur drin. Davor. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Candle und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Alles klar. Hier sind hinten mal eine Kiste. Oder ein Rucksack. Ach hier, stimmt. Ja. Schön mitnehmen. Sehr gut. Salazin, machen Sie mal auf da. Habe ich schon im Täschchen alles drin. Prima. Ja, Dr. Candle kennen wir ja noch. Zack. Sieht nicht mehr gut aus. Hier unten war auch irgendwas damals. Das war, ach, guck mal hier. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Nicht vergessen, Munition auffüllen, ne? Jungs, hier ist noch Loot, ne? Ach, stimmt. Ich will den haben. Den nehme ich mit. Zack. Ah, hier ist auch noch. Ah, hier kann man seine Munition auffüllen, genau. Ja. Ein Wässerchen ist dabei gewesen. Das ist doch was Feines, du. So. Ist aber gut, dass nicht jeder das wieder auspacken muss. Da sind jede Menge von den Typen. Aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Wenn wir Deckung arbeiten. Ja, ab in Deckung. Kenn mal Curry. Zack. Wir wurden wir machen gesehen. Erledigen wir den Job. So, los geht's. Ich hab auch noch ein paar, Granaten. Zack, nice. Erledigt. Ja, die ist ganz gut auf Reichweite, sehr präzise Waffe, ich hab. Schön. Bam. Boah, der dreht auf in den Nate geschmissen. Immer schön wegspringen dann. Ja. Die alte Ding Sau. Ist, okay, das reicht mir. Oh. Kommen die alle von da oben Zeit genommen? Ja, Granate. Bams. Hat aber nicht so richtig durchgesetzt. Sehr gut. Geh gleich drauf, Jungs. Halt dich. Ja, mach ich gerade. Mit V. Ja, ich weiß. Keine Sorge. Zack. Bin der Weltbeste. Da kommt noch ein Neue, Leute. So wie wir im Plans with Zombies immer. Oh, das sind stärker, die haben ordentliche. Ja, die sind stärker, die haben Rüstung. Ja, da müssen wir jetzt noch auf 8 geben. Aber worunter haben die Rüstung versteckt?
Nee, da beschädige ich ihn. Oh, Granate! Alter! Das war knapp. Boah, wie viele kommen denn hier? Okay, okay, komm, pass auf. Achtung, Jungs, ich muss draufhalten. Sehr schön. Yeah, Mann. Alter. Ihr kleinen Stulli. Auch erledigt. Wir müssen alle sterben. Wir sind hier fast fertig. Gott verdammt. Komm her. Was ist los, Mann? Noch eine Granate, pass auf. Wow, zu mir. Oh, shit. Ich dachte, ich könnte nur umboxen. Curry. Du liegst. Nein. Wow. Alter, was tust du? Ihr könnt mich wiederbeleben. Oh, shit, Alter. Ja, cool, ich bin fast down. Nee, wir können dich noch nicht wiederbeleben, Willems. Wir können dich noch nicht. Doch, das steht. Ach so, ich kann mich nur selber wiederbeleben, logischerweise. Alter. Ich bin tot, Leute. Nee, wir können dich wiederbeleben. Warum bleibst du nicht? Bleib. Bleib auf jeden Fall, Curry. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Ja, ja. Zimmer drauf. Der ist down. Hier. Den Hammer. Wir haben ihn. Oh, ich bin aber gut. Der einer läuft, erwischt. Einer läuft noch. Ja, ich bin tot. Scheiße. Ich hätte nicht rausgekommen. Krass. Sorry. Aber die sind im Nahkampf so stark. Ja, ja. Ja, gut, die sind halt mega. Die sind halt schon eine andere Nummer hier, ey. Okay, ich komm nach. Komm, zeig dich. Komm, du hast eh verloren. Schön. Erledigt. Sauber. Kendall und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobe's. Alles klar. Ja, manchmal ein paar Ruckler irgendwie. Ja, hab ich auch, manchmal. Nee, bei mir läuft's eigentlich ziemlich flüssig. So, wir sichern die Umgebung. Ist alles safe. Das ist ja schon. Daraus erhalte ich nochmal lieber. Also hier, wie gesagt, ziemlich geil. Wo normal Konzerte und Basketballspiele stattfinden. Das heißt, die hätten den Garten ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Und jetzt geht's mit dem Aufzug nach oben. Komischerweise funktioniert der Strom auch hier, die Bilder sind ganz cool. Es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Alle bitte in den Fahrstuhl. Dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Okay. Holen wir da raus. Na dann wollen wir mal. Ganz vorsichtig, Leute. Aussage. Ich war noch nie so bereit. Ich war noch nie so bereit wie heute. Warte, halt dich mal kurz. Da hab ich nichts. Nee, ich will es aufheben, oder? Hast du nichts? Einen noch. Hier sind viele kranke Leute. Warte mal, wir müssen jetzt eigentlich ausgehen können mittlerweile, oder? Also passen Sie auf. Nee, mit 5. Mit 5, Stufe 5 ja, wird ja, der nächste ja. freigeschaltet. Warte mal, können wir hier rein? Nee. Okay, weiter geht's. Ah, das so, kenne ich doch noch, das kenne ich doch noch. Also aufpassen, Deckung benutzen, Leute. Ja, Deckung ja, wir müssen halt auch darauf achten, dass wir jetzt einer weniger sind, ne, hier. Ja. Boah, Alter! Komm, wir heizen die gut ein. Ja, wir sitzen den gut zu gerade. Boah, jetzt ein Burger. Warte, Granate. War die heute Mittag, war ganz gut. Baller mal eine Granate hinter die Bar. Boah. Könnt mal drauf achten, ne? Es gibt manchmal auf dem Tisch und sowas, liegen Sachen, die könnt ihr dann als Explosive benutzen. Da könnt ihr auch schön Headshots verpassen gerade. Die gucken alle mit ihren Kapitzchen so ein bisschen da drüber. Ja. Oh, von links. Nice, danke. Also die KI ist nicht unbedingt die hellste. Nee, es geht. Ja gut, wir sind ja auch noch niedrige Level hier, ne? Das ist ja klar. Ja gut, ist frei, oder? Wobei, ich meine, da kommt noch Nachschub. Ganz ruhig, ich scanne nochmal lieber. Ich meine auch, es wäre ein ganz kleines bisschen anders. Das. Sie saß es auch vorher hier vorne, oder nicht? Ja, man ist auch anders die Treppe. Die saß sonst... Ah doch, da sitzt sie, ja. Nee, da die saß sonst immer hier. Und jetzt ist sie hinter in der Küche. Ach Mann, ey, ich leg gleich den die Tasten Kopf um. Unten halten und Ruhe bewahren. Ja, wir haben sie. Deckung, so, Leute. Pass auf, jetzt kommen wieder Feinde. Warte, wie dieser rennt. Das ist übrigens noch der Sack. Aua, der hat mir einen mit dem Basing gegeben. Boah. Wo denn? Der Basinger. Nächster, Leute. Nice. Voll mega gehittet, Curry. Die waren alle auf eine Stelle. Oh, da kommt wieder einer auf. Okay, den haben wir. Sehr gut. Die Eskorte wird sehr unter Feuer genommen. Sie kann erst läuft doch. Hochgehen und den Schützen ausschalten. Okay, jetzt nach oben. Ganz sicher. Komm, Leute. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet.
So, ich springe auf Steuerung. Ich check's nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich ändere das gleich mal. Weil du mit Doppel-Leertaste auch springst. Also, irgendwie ist das komisch. Ja, dann geht halt die Rolle, ne? Ja. Warte mal, hier gehe ich nochmal ganz kurz gucken. Ich meine, hier war damals was. Hier hatten wir auch eine der ersten Beta-Folgen beendet, weiß ich noch. Genau, wer sich immer wundert wegen damals, wir haben ja schon in der Beta diesen Abschnitt hier gespielt. Kann man ja nochmal sagen, ganz kurz. Könnt ihr euch das auch ansehen, wenn ihr möchtet. So. Ist da was? Dark Zone, ist die Dark Zone eigentlich größer jetzt im finalen Spiel oder ist es so? Ja, ja, die ist größer. Okay. Ah, ich habe eine Pistole hier gefunden. Cool. Geil. Könnt ihr auch nochmal schauen, ob er da was Tolles findet. Na, schauen wir doch mal rein. Jo, Alter. Nice, eine fette Schrotflinte. Geil. Super. Gehen wir mal rein. Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Die war sogar richtig gut. Waffen, was haben wir denn da Schönes? Alter. Ja, ich wollte auch mal ganz kurz meine Pistole switchen. Genau, denn die hier ist ja besser. Ach, die habe ich schon ausgewählt. Ach doch, jetzt habe ich sie ausgewählt. Ja, die Pistole habe ich auch mal gerade umgeswitcht, denn da habe ich auch was Besseres. Zum Glück sieht man das immer schön direkt. Ja, das haben die echt gut gemacht. Hä, warum habe ich... Achso. Ich glaube, die Schrot könnte ich mal mitnehmen. Die ist aber nicht gut, Curry. Glaub mal. Ich hatte die auch mal. Okay, jetzt könnte ich auch mal gerade auf die Waffe gehen. Nochmal hier die neue. Das ist die Militärversion. Die Schrotflinten sind aber echt Müll, ne? Ja, die sind nicht gut. Die sind ja richtig grottig. Okay, hä? Okay, ich hab alles. Kann doch nicht sein. So. Hier will ich jetzt mal einen Mod draufsetzen. Vergiss nicht eure Mods für die Waffen, ne? Ja, das mache ich gleich. Okay, warte mal, ich weiß gar nicht, ob ich welche hab jetzt. Mod? Modifikationen? Ich hab einen Schalli eigentlich auf der Waffe. Ach, hab ich. Doch, ist cool, nehmen wir. Nee, ich hab nur. Doch, warte mal, ich hab hier. Wegen Visier, ja, das hab ich alles. Erweitertes Magazin. Gut, das packe ich mal ein. Zack. Ja, das freut mich. Aber der Witz ist, ich hab eine coole Jacke gefunden, aber irgendwie. Ist die nicht cool? Nee. Oh, ein bisschen enttäuscht. Ich habe auch einen Parker gefunden. Ja, ey. Das und ist der Parker könnte eigentlich jetzt cool sein sogar. Ich nehme eine Wachmütze, die ziehe ich jetzt an. Ah, guck mal, ihr könnt euren Charakter auch angucken, indem ihr auf Charakter geht. Auf G, da könnt ihr euch nur... Guck, ich habe auch eine neue Jacke, Dennis. Halstuch, ich habe kein Halstuch. Wie stylisch meine ist hier. Wow, die sieht echt nice aus. Ja, ich bin ja auch ein cooler Dude. Du Laufschuhe. Ja nicht so. Nee, oh. Ich bin nicht so cool. Nicht weinen. Du bist mindestens genauso cool wie wir alle zusammen. Wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Wir sind eine Division. Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Ja, aufhören, sobald das Dach feinfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Naja, treiben wir es alle auf der Rückbank des Helikopters. Ja, da freue ich mich drauf. Mit der Lauche. Okay. Ja, direkt Feuer öffnen. Jetzt wird's nochmal knackig hier, ne? Echt nochmal knackig. Knackig. Knackig, genau, ist der Curry knackig. Erinnert mich auch ein bisschen an Deus Ex. So, klein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, wegen der Musik ist das so. Weil die Musik diesen Stil hat. Bart. Oh, da kommt einer rein. Okay, warte. Ja, ganz ehrlich, schon erledigt. Schon erledigt, Junge. Komm mal auf. Nachladen. Dann ist der Sniper, ne? Nicht vergessen. Ja, ja, ja. Beziehungsweise der Typ mit der dicken MG. Warnung. Oh, der hat den Heli abgeballert. Der war noch gerade mit dem Zugang. Scheiße, ich hätte mal Muni holen sollen, verdammte Axt. Da kannst du noch zurückgehen, oder? Guck mal. Fuck. Okay, nee, geh ein bisschen weiter vor. Zurück, glaube ich, das ist Zeitverschwendung. Nee, nee, das ist direkt unter der Treppe. Scheiß drauf, Junge. Ich bin doch ein harter Fighter. Ja, oh Mann, ich habe eine Winterjacke gefunden. Ich hab Muni gefunden, ja, geil. Jungs. Geht ihr, Kung! Einmal da rein. Okay, dann kommt noch einer angelatscht. Oh, nein! Stark. Nein! Alter! Oh. Er hat mir angegeben. Hol den dir zuerst. Boah, ich hol dich zurück. Oh, alter Schwede. Pass auf, ja. Mal hinter dir! Boah. Kommt ihr da mit dem Basie an? Ich hol dich. Alter, er hat mich an seine Energie aufgepackt. Ich hol dich. Sehr Leute, geht in Deckung! Ja, oh mein Gott! Oh, okay. Was ist hier los? Tor in der Chance! Jungs! Ihr müsst handeln! Rauf da, Motherfucker! Yeah! Also, erstmal um die Boden, Leute. Kümmern jetzt über den Typen da oben. Okay, der Hachi kommt jetzt runter. Hachi Ben Hachi. Das ist alles schon ein bisschen anders. Und es macht auch Spaß hier beim Fighten irgendwie.
Da kommt wieder auf euch zugestürmt, Alter. Okay. Komm ich schon auf die Müllmänner mit der Fackel. Oh mein Gott, ich muss ein Deck aufsprengen, Jungs. Ich muss ein Deck auf. Das ist einfach zu viel Feuer. Boah, guck mal, wie die Kugeln hier über mich hageln. Okay, kannst du auch mal ein bisschen runter? Oh mein Gott! Er lädt nach. Alle auf den Hachi, komm. Wir müssen. Habt ihr noch Granaten ran oder so? Nee. Doch, ich hab noch. Ich muss aber näher ran dafür. Er lädt nach, er lädt. Alter, der jetzt ist aber hier, guck mal. Aua. Das Ding sitzt. Schade, leider nicht. Nee, es war ein bisschen zu kurz. Ja, leider, leider. Ein ganz bisschen. So, jetzt aber. Oh Gott, Jungs. Ach, ich liege. Aber die Granate hat gesessen. Kann mich wehren. Ja, ich halte die gerade zurück. Ich kann gar nichts machen, Alter. Der ist hier. Hol mich wieder hoch, Junge. Ist auf mich gerichtet, komm, Leute. Junge. Die Front. Ach du Scheiße. Krieg die Spritze rein, komm. Alles, was geht. Jetzt seid ihr dran, ihr Bastarde. Vorsichtig, Deckung, Deckung, Deckung. Boah. Bam. Alter, der Hatschi. Es werden weniger, es werden weniger. Hatschi. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Boah, Alter. Okay, ja, down. Den haben wir. Jetzt den anderen Kleinen noch schnell. Wir müssen weiter hier auf die Richtung. Jetzt geraten wir in Kugelhagel. Wir können uns nicht auf Hatsch konzentrieren. Geh drauf da. Oh, der ballert auf mich. Oh, okay, jetzt. Oh, ich hab gut was abbekommen. Der zieht auf mich, ihr könnt ruhig schießen. Ich baller schon. Was ist Dennis? Komm, 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 wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Oh, oh, Alter. Boah, Vorsicht. Ich hab auch kein Dings mehr. Der geht gleich drauf. Laden nach und drauf. Okay, pass auf, ich muss ein Manöver wagen. Ich muss ein Manöver wagen. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Die Mediziner in Sicherheit gebracht. Wir haben ihn. Boah, Curry, kannst du heilen? Nee, kann ich noch nicht. Das war ein guter Anfang. Ich bin Level 5, yo. Bald kann ich's machen. Ich hätte ihn den Rücken frei halten können, aber wir sind obwohl, warte mal. Ein gutes Team. Oh, hier gibt's eine neue Knarre. Jetzt müsste ich das machen können. Wir sehen, was sie für uns tun. Wir haben alle neue Fertigkeiten, Freunde. Und wir können den medizinischen Flügel entsperren. Ach, diese Fertigkeit ist gesperrt. Wie kann ich die denn, wie kann ich die denn? Ja, ich kann jetzt den ballistischen Schild zuweisen. Ah, Curry, du brauchst den Medizinflügel. Ich brauch den Techflügel. Ja. Ach stimmt, okay, ja, ja, das müssen wir gleich machen, ne? Dann kriegen wir das jetzt frei. Ja, okay, cool. Alles klar. Ich kann den Sicherheitskillen, lustigerweise. Ich krieg nämlich das geschützte. Ja, ja, in zweite Kategorie kann ich skillen, ja, das stimmt. Das kannst du auch, Dennis, aber nicht halt dieselbe nochmal. Dafür müssen wir erstmal den Flügel freischalten. Ne, ich konzentriere mich auf eine. Okay, dann gehen wir mal den Flügel freischalten. Ja, ja, aber oder? Ob du jetzt skillst, ist ja egal. Hast du nur noch einen weiteren Angriff, den kannst du, können wir auch benutzen. Ja, ich skille auch. Ich mach mal den Heilscheiß auch. Oh, ich hab eine neue Wumme gekriegt, ey. Ja, ich hab auch ganz gutes Zeug bekommen. Meine umgebaute. Will, was jetzt? Achso. Primärattribute. So, die eine Baller, ich habe alles nochmal erklärt. Ah ja, wir müssen auch unbedingt Aufklärungsdateien finden und so weiter, ne? Ist auch wichtig. Mr. Wissen. Runter, das Seil! So, mal ein bisschen hier meine Waffen gepimpt. Wobei, ich kann noch... Ah. Primärattribute, ja, wird alles mal erklärt. Das ist interessant. Warte mal, ich modifiziere mal ganz kurz meine Knarre hier. Ach, komm, schon mal runter. Bei Rainbow Six mal benutzt hier. Zurück. Zack. Einen angewinkelten Griff. Aha, cool, aber wie der Charakter sich so ausbaut, jetzt mit dem Sicherheitsrucksack und so. Der sieht schon richtig fancy aus. Oh Mann, eine beschichtete Weste, nice. So wie dein iPhone damals, ne? War auch fancy. Ja, wovor es hingefallen ist zum 80. Mal am Boden, meinst du? Ich lebe schon mit den Rissen im iPhone. Hier? Mittlerweile. Wegpacken. Holovisier. Oh, ein Holovisier. Was geht ab, Mann? Ich habe eine neue Jacke, Mann. Nice, Dennis, Alter. Zum Elite-Typen. Jetzt hier kann dir gar nichts mehr passieren. Nee. Ja, ich würde sagen. So. Aber den Underground. Ich warte hier schon auf euch. Komm, Curry. Vor den Türen des Aufzugs. Hallo. Wo seid ihr einfach weitergelaufen, weißt du? Ja, wir warten hier. Dich, ich wollte euch eigentlich abballern. Scheiß, du bist ein fieser Möb. Primärattribute. Ich will den Hebel ziehen. Alles klar, Waffenausdauer, Elektronik. Okay, ich verstehe. Konnte ich mir natürlich jetzt nicht so ganz durchlesen, weil die Jungs hier die ganze Zeit, weißt du, weil die so rumstressen. Ja, das ist alles unsere. Ja, echt, mit euch kann man einfach kein vernünftiges Let's Play aufziehen. Boah. Verstehe, doch, das geht. Das also ich muss schon sagen, seit der Tobi jetzt weg ist, sind wir auf jeden Fall ernster. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Also es ist schon ein Zeichen. Also TF. So, mit Jessica Candle in der Basis reden. Das müssen wir jetzt tun. Okay. Ich mach auch mal einen Hebel auf. Ja, prima. Ui. Ey, das war aber in der Beta nicht, oder? Doch. Echt? Boah, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Zack. Und das war's. We did it. Jetzt kommt die rein, weißt du? Denken Sie immer daran. Lass mal einen Kopfschuss geben hier. Ja, das ist voll krass, sein, wenn man von innen nach draußen geht. Ja, wie das blendet, ne? Ja. Sehr gut, Jungs, sehr gut. Da können wir auch mal einklatschen. Ja, hey, High Five. Ja. Wir gehen nochmal die Emotes hier. Muss man noch belegen, glaube ich. Ja. Passt. Dann rolle ich mich vor Freude auch hier. Okay, dann reden wir mit der Jessica. Hui. Mit der Jessie. Jessie, Jessie, Jessica. Bleib mir dein Höschen. Okay, verstecke mich. Wo ist denn die Jessie? Ich verstecke mich, Liebe. Wo sind die? Wie denn hin? Ach, da hinten. Da hinten. Hör mal, da. Da hinten im Flügel. Da hinten im medizinischen Flügel rum. Jetzt will die bestimmt, dass wir den medizinischen Flügel zuerst machen. Ja, damit die auch operiert werden kann. Sehe ich gar nicht. Mit Jessica reden. Warte, Leute. Okay, ja, ich rede noch nicht. Jetzt. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erst mal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal an der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Laber, 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 ey. Die Jessica, das ist eine Troller. Ah, weißt du, gerade noch gerettet? Nicht mal ein Dankeschön. Ja. Ja, einfach so. Flügel ausbauten. Müssen wir den jetzt aufbauen, oder was? Kann man da aus Apotheke, Beratung, Kinderkrankenpflege, Gefahrengutlager. Alter, guck mal, was wir jetzt alles machen können hier. Lass uns ein Virenlabor bauen. Jeder Flügel hat 10 Ausbauten. Kinderkrankenpflege, die baue ich jetzt, oder? Ja, ne? Ich setze mich auch für die Kinder. Was mache ich denn? Nee, weil lass sie nicht. Unser Nachwuchs. Lass sie nicht zusammenbauen, oder? Kein Tipp mehr. Okay. Wie kann ich das denn? Dann baue ich die Apotheke. Hey, ich konnte gar nichts auswählen. Ja, du musst jetzt dieses ganze Tutorial durchmachen hier. Nee, du kannst nur Klinik ausbauen. Ach so, man baut sich von unten nach oben auf. Okay. Oder? Nee. Guck mal, jede unterschiedliche Dings, was du ausbaust, hat dann eine unterschiedliche. Ja, unterschiedliches Talent, ne? Ja. Und sowas. Und Vorteile und sowas. Belohnungen. Haben wir die denn alle was zusammen? Das ist die Frage. Konter, Feldsanitäter, Erste Hilfe. Ich habe die Apotheke genommen. Ich auch gerade. Scheinbar. So, jetzt habe ich neue Vorteile bekommen. Und ein neues Talent. 2. Auch die Apotheke. Hör, ich habe keine Punkte mehr. Neue Fähigkeiten, juhu! Haben wir jetzt alle die Apotheke genommen? Also ich konnte genommen. Zwei Sachen skillen jetzt. Oh einmal Gott, Klinik ich glaub, und wir Apotheke. Haben beide alle die Apotheke genommen. Und das war voll sinnlos. Oder? Ah, guck mal, jetzt kannst du an so ein Dings gehen. Kann man wieder zurückbauen? Dachte, jeder nimmt was anderes. Eine Apotheke. Was muss ich jetzt hier machen? Jetzt können wir unsere Arzneimittel sicher lagern und überwachen. Schaut euch mal in der Apotheke um, ihr findet dann auch Sachen dort. Ja. Bin gerade erstmal bei der Klinik, jetzt gehe ich rüber zur Apotheke. Wo ist denn die? Ah, guck mal, wo hier. Die Apotheke ist. Kannst du jetzt erst die Hilfe skillen? Ist gar nicht. Ach, hier. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich suche noch was. Ich suche den Eckbereich hier. Ah, cool, jetzt kann ich auch heilen, nice. Und jetzt ist es eine Klinik. Nice. Es gibt genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Mann. Okay. Ich Einsatz heilen, U-Bahn Leichenhalle abschließen. Ach so. Da muss man also noch ein paar Einsätze machen, um diesen Bereich zu kriegen. Mann! So, ich bin gerade immer noch im Krankenflügel. Ich auch, ich schaue mich gerade hier nochmal um. Wie sieht's aus? Besser Sie als ich. Belohnungshändler. Man hat gar nichts Neues. Aber ja, das ist aber ein bisschen doof, dass jeder nicht halt. Lol, hier gibt's Belohnungen gratis, Alter. Hier gibt's so eine Defiler ab Stufe 5. Guck mal, die könnt ihr euch holen. Das ist eine Art. Ja, gut, das ist eine Schrotflinte, aber die können wir vielleicht verkaufen. Hey, ich sehe doch, dass Sie bessere Ausrüstung brauchen. Beim Belohnungshändler. Okay. Ah, alles gut. Wo ist der denn der Herr?
Da hinten durch. Ach ja, stimmt. Captain Benitez macht Freudensprünge, wenn sie den Timesquare zurückholen. Voll geil. Boah. Hey, warte mal, wo ist denn der Belohnungs... Durch die Klinik durch und dann hinten rechts die Tür raus. Da steht Exit. Ah, den wusste ich auch noch nicht. Muss ich auch mal gucken. Nee, warte mal, wenn ich da rausgehe. Jetzt hinten durch. Ach, Sie wissen, dass Sie es wollen. Da ist er doch. Sich das nur an. Hier, Stoff. Ich habe einmal Stoff gefunden. Keine Objekte zum Einlösen. Ey. Hey, du hast nichts bekommen? Nee. Ich auch nicht. Wahrscheinlich hätte. Mann! Hey, warum? Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. Oh, ich habe ein Talent nicht zugewiesen. Warum nicht? Achso. Können wir noch ein paar Sachen verkaufen hier? Ich hab den noch zugewiesen. Ja, können wir mal machen, ne? Boah, ich hab schon viel auf die Kralle jetzt, ey. Ach, guck mal, ihr habt Fertigkeiten, Talente und Vorteile haben wir. Das müsst ihr alles zuweisen. Wo? Hm? Oh. Ah, okay. Bei Fähigkeiten. Alles klar. Ihr habt drei verschiedene Tabs. Stimmt. Was bringt das? Beschreibe einen Gegner und unter Sperrfeuer zu nehmen, steigert die Bewegungsgeschwindigkeit 10 Sekunden. Schock und Scheu, okay. Okay, ihr habt verschiedene Plätze. Kampfkumpel. Schadensminderung, ein ausgeschalteter Gelb wiederbeleben. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ja, ich nehme mal den Schock und Scheu. Kampfkumpel. So. Hey, kann ich dann jemanden wiederbeleben, wenn er von uns tot ist? Ja, ne? Ich glaub schon. Nimm das einfach mal. Zack. Und Vorteile. Aber ich find's trotzdem doof, dass man verpflichtet ist, den Medizinteil zu Dings und dass man... Gar nicht den Tech-Bereich jetzt. Also es geht nur nach Story. Das finde ich ein bisschen doof. Ja. Kann man sich ja gar nicht aufteilen, wer was wo macht. Ja, so wie Diversität der Charaktere geht ein bisschen unter, ne? Ja. Das konnte man ja eigentlich in der Beta schon. Das wundert mich jetzt auch ein bisschen. Weil da hatten wir das ja mit dem Schild und all sowas. Lassen Sie sich nicht um die Ecke bringen. Okay, ich würde sagen, seid ihr bereit, Freunde? Ich bin bereit, ja. Wir machen heute ein bisschen längere Folge. Nur zur Information, damit wir den Beta-Content so ein bisschen zusammenfärchen, den die meisten von euch vielleicht kennen. Raus, füllt alles auf. Ja, ich verkaufe eben die Sachen ganz kurz, zack. Ein bisschen Geld kriegen. Der Rucksack wird auch größer immer, ne, wenn man dann neue findet. Ich glaube ja. Weiß ich nicht. Also, er ist optisch nicht größer. 33 Slots. Nee. Boah, wie hell das ist. Oh Gott, was ist denn hier los? Okay. Ich wollte mal ganz kurz was einstellen, ey, ich hab echt... Hm? Wow. So, Alter! Was denn? Er knöpft mich hier ab, der Salazar. Hast du dich erschreckt, ne, du kleiner Pimpf? Ich komme! Immer. Bodentreffer. Was hast du gemacht, Dennis? Was hast du gemacht? Bereich nicht rennen. Hör mal, ich hab feste 120 FPS eingestellt, damit die Performance... Aber ich hab immer noch in eine Richtung, wenn ich in eine Richtung gucke, hab ich... Nee, bei mir läuft's eigentlich wohl flüssig. Was ist hier denn los, Alter? Naja. Ist ja wieder gar nichts, ey! Überhaupt nichts in dieser Maria. So, was wollen wir als nächstes machen? Die Welt liegt uns zu Füßen. Ja, jetzt haben wir ja Freiheit, ne? Genau, jetzt haben wir Freiheiten. Wir könnten, hier gibt's einen neuen Einsatz. Ja, machen wir das doch. Hudson Flüchtlingslager, das haben wir schon. Berichte über eine riesige Explosion in Hudson Yards. Könnte ein Unfall gewesen sein, aber auch die Cleaners. Wie auch immer, bevor die JTF die Stellung dort aufgab, waren die Yards ein wichtiger Knotenpunkt für Versorgungslieferungen. Wenn wir New York wieder auf die Beine stellen wollen, können wir keine weiteren Rückschläge in dem Gebiet tolerieren. Wir brauchen dort sofort jemanden, der diese... Das kleine Wiesel hat sich ein paar Kaufhäuser zur Verbreitung sein... Wir erhalten Berichte über eine riesige Explosion in Hudson Yards. Lass uns, wollen wir nicht das mit dem Leichen, mit der Leichenhalle nicht? Ja, wir haben verschiedene Einsätze, ne? Weil dann können wir nämlich den Tech-Bereich freischalten, dann können wir nämlich unsere Skills aufteilen. Wenn wir New York wieder auf die Beine stellen wollen, können wir keine weiteren Rückschläge in dem Gebiet tolerieren. Dann müssen wir das nochmal abhören. Aber das kennen wir tatsächlich noch nicht aus der Beta. Kaufhäuser zur Verbreitung seiner Überraschung ausgesucht. Und Abels kennt jeder. Das könnte sogar Amherst Ground Zero sein. Das gab's nämlich, glaube ich, nicht in der Beta. Was denn? Wir brauchen einen nicht mutierten Schwamm. Nee, klar, du kannst ja nicht weiter aufbauen. Hey, das Birdway-Haus jetzt wieder markiert. Nee, es ist nicht markiert. Und den finden wir nur auf den originalen Dollarschein mit dem Originalvirus. Was bedeutet, Sie müssen rüber zu Abels und so viele kontaminierte Geldscheine wie möglich herbringen? Okay, Leute. Die Stromversorgung ist eine unserer Top-Prioritäten. Klar, jetzt können wir natürlich jetzt verschiedene Missionspunkte machen, damit wir die verschiedenen Bereiche weiter ausbauen können. Ein kleiner Trupp unter dem ehemaligen Pionier Paul Rhodes hat die Aufgabe übernommen. Sie sind nicht wieder rausgekommen und ihr Funk ist tot. Warte mal, sichern Sie uns den Strom und holen Sie Rhodes daraus. In der Reihenfolge. Eins ist wichtig, das andere essentiell. Hey, hast du mal vorher markiert? Ja, da kannst du einen Nachschub holen. Hast du das gerade markiert? Ich habe F gedrückt einfach.
Das hat er mir angezeigt. So, okay, hier kann man nicht durch. Ja, wir laufen jetzt gerade falsch. Hier kann man nicht durch. Da gibt es keinen Weg durch, liebe Freunde. Aber wir müssen wieder zurück. Sollten wir mal abchecken, was da Nachschub liegt, so. Der TF ist doch da, ey. Gnadenlieferung. Nee, will ich nicht. Kriegst ja also ganz Zeit hier so ein paar Minijobs hier angezeigt. Boah. Wo seid ihr denn? Hier vorne. Wir müssen gerade hier komplett rum. Zum Nachschub. Da kann man nicht durchkriegen, da müssen wir genau da lang, wo du rennst. Zum Glück frieren wir nicht. Das ist schon mal ganz gut. Na gut, wir sind da. Ah, guck mal, Alter, unsere Charaktere schneiden sogar ein. Guck dir mal auf die Schulter und ja, sowas. Das ist einfach geil gemacht, drauf. Das muss man sagen. Das ist nice. Hä? Alarm. Wer war das? Empfange JTF-Funksprüche. Was denn? Ach, du hast gerade irgendwann auf uns geschossen. Da vorne, von vorne werden wir angegriffen. Plünderer haben uns im Visier. JTF, hört ihr uns? Bitte erledigt. Signalverfolgung. Dennis, wir brauchen deine Hilfe, Mann. Ich bin auf dem Weg, Curry. Fuck. Oh, man sieht überhaupt nichts. Man sieht echt gar nichts, verdammte Axt. Hey, wo sind? Die greifen an, die kommen immer näher. Aua! Schießt echt ins Graue rein. Ja, probieren den auch irgendwie auszumachen da hinten. Okay, ich scanne nochmal. Da kann ich gerade nicht. Der ist down. Der auch. Bam! Sehr schön. Nice! Wir haben die gleich. Ja, yeah, okay, yeah, nice, yeah, yeah, sauber. Yeah. Wir haben die Splasher, okay, durchgehen. Zu, dann rennen sie weg. So. Okay. Wir aufpassen hier rechts. Ah, das ist gerade eine Side Mission. Wir müssen hier mit dem Officer sprechen. Der ist da in Deckung. Ist nicht der kommt. Jetzt tot. Erwischt. Die greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Oh Gott, wir müssen verteidigen. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Neue Leute. Tangos im Anmarsch. Erledigt sie möglichst auf Distanz. Auf Distanz, okay. Du wirst ja noch gar nicht, von welcher Seite die kommen, Leute. Ich markiere. Oh, scheiße. Man hat gerade die Beine oben in der Luft gehabt, hast du das gesehen? Der Ball geht vor mit dem Schild. Was? Indiana hat sich... Hä? Was denn? Indiana hat sich dem Team angeschlossen. Ich weiß aber, wer das ist. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Hä? Weiter kämpfen, Leute! Egal, da hat sie immer noch uns angeschlossen. Was ist das denn? Was kommt auf da? Ihr kleinen Drecksäcke! Ja! Okay. So, Bart, schön entspannt. Okay, wir haben's. Wir haben's, Leute. Okay, dann weiter zu U-Bahn, oder was? Wir müssen noch mal kurz mit dem Hampelster reden. Oh, ich nehme meinen Loot noch mal mit. Oh. Hey, von hinten? Achso. Hey, hier kommen neue. Okay. Alles für die Erfahrungspunkte. Der Baller rennt da mit dem bekloppten Schild durch die Gegend. Okay, wir müssen jetzt... Achso, ich markiere noch mal die U-Bahn hier. Warte mal. Das bin ich echt. Der Curry hat den Schild, oder? Danke für Ihre Hilfe. Nee, du hast das doch. Ja? Nee. Hey, du rennst da hier mit dem Schild rum. Hä? Bei mir wird das nicht angezeigt wieder mal. Das ist ja witzig. Jetzt habe ich das Schild. Ach, hatte ich das die ganze Zeit bei euch? Bei mir hat es irgendwie eben nicht funktioniert. Da habe ich mich schon gewundert. Das muss ja auch ein bisschen aufladen mit der Zeit. So, 2 Kilometer, Freunde. 0,2 Kilometer. Aber das ist was Neues. Das kennen wir noch. Ja, da ist wieder eine Geisel drin und wir müssen irgendwie Strom aktivieren, glaube ich. Hat sie gerade gesagt. Ah, das ist schon wieder ein Geiselname. Also wir sollen auf jeden Fall irgendjemand rausholen. Ich denke mal, wir brauchen für jeden Flügel erstmal jemanden, den wir retten müssen. Nur nutzloser Müll. Ja, das kann sein, Curry. Ja. Oh, Gegner. Hallo. Boah. Hätten wir. Ja, nice. Oh, ich habe eine moderne Downy-Jacke gekriegt, der Mann. Ja, schön. Richtig warm. Abnutzen, was das Interesse der Cleaners daran erklärt. Vermeiden Sie nach Möglichkeit jeden Kontakt, aber tun Sie, was nötig ist, damit Rhodes uns den Saft wieder anbringen schöner, kann. Freunde. Das Sorry. Heißt, falls er noch lebt. Wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir in Zwischensequenz kommen, dass wir nicht immer alle reinlabern. Ja. Weil das drückt dann die Atmos schon. Scheiße, ich habe keine Muni mehr, Alter. Lokalisiert.
Ziel erfasst. Ah, doch. Unterebene 3. Okay. Boah, wir müssen jetzt in die U-Bahn-Halle. Okay, vorsichtig, Leute. Oh, oh. Da, Alter. Oh, der ist ein bisschen stärker. Ah, das sind die anderen Gegner. Die Müllmänner. Die Müllmänner. Also etwas, was nicht in der Beta war. Boah. Vorsichtig. Die haben Flammenwerfer, ne? Aufpassen. Boah, geil, der explodiert. Oh. Der explodiert. Hammer. Boah, Alter. Hammer. Okay, vorsichtig, ich lass mal den Ball ein bisschen vorgehen. Der hat ein Schild, ey. Ja, komm. Oh, ich hab gar keinen Schild. Rechts. Okay, der explodiert, der ist down. Okay, kommt hinter mich. Okay, ja. Weiter. Auf die Gasflaschen schießen. Da, Walle, direkt vor dir. Ich seh den. Okay, ist down. Der Alter, Walle brennt. Ich brenn gar nicht. Hä, was? Mehr als was ihr da immer seht. Ganz kurz haben deine Beine gebrannt. Strange. Ja. Okay. Alter. Okay, nice. Boah, okay, müssen wir hier weiter runter kämpfen, nice, glaube ich. Wir müssen weiter runter. Feinde nähern sich ihrer Position. Warte mal kurz. Da, aus dem Gang. Hatten wir Dietrich Set? Oh, die haben auch Schilder, Ja, ich hab. Alter! Okay, haben wir? Die sind ein Level stärker als wir, ne? Wo hast du denn Dietrich Set? Wo brauchst du das? Ja, eine Tür da hinten. Ich nehm doch wieder die jetzt gerade. Komm, schnell, zack. Keine Zeit. Da vorne. Soll ich nicht so vorpreschen? Ne, ich hab nur das Fass eben kaputt gemacht. Hier, genau. Hier ist da was Cooles drin. Ich warte. Ja, ich hab einen Tracking-Schoner bekommen. Mach ich auch mal auf. Ja, und eine Arbeitsmaske. Guck mal, ob hier hinter noch was ist. Das scheint nicht so. Ich glaube, das war's, oder? Ja, bei mir sind manchmal ein bisschen Ruckler. Das liegt daran, dass ich noch nicht den neuesten Nvidia-Grafikkartentreiber und so ein Kram hab. Und weil die Elgato nebenbei auch noch auf Hochtöne läuft. Also, okay, schon. Weiter geht's. Jetzt geht's runter. Okay. Rhodes ist aber nicht gerade wieder unser Wunschkandidat. Er hat das nötige Fachwissen, aber es heißt, er sei exzentrisch. Was eine nette Umschreibung für paranoides Arschloch ist. Das ist jetzt aber geil, hier runter zu gehen. Ja, ist schon cool gemacht. Da sind die. Da vorne? Und schießen ja mit der Pistole drauf. Ach, nehmen wir lieber wieder das Schild. Komm, Dennis, komm einfach. Knallen sie alle weg, Alter. Nicht so nah rangehen, die haben Flammenwerfer. Ja, knallen sie weg, komm. Stellt euch hinter mir auf. Vorsicht, Curry! Ich bin down. Ja, du bist offline, Curry. Ja. So. Du bist gerade erschossen worden und dann... Okay, ich würde sagen, macht weiter. Ich ändere deine Strategie mal. Bob, du brauchst Hilfe, Dennis, oder? Ich glaube, das läuft ja nicht. Ich muss mit dir zusammenarbeiten. Bin gleich wieder da. Jetzt wird hier aufgeräumt. Oh. Let's go, Mann! So, spritze ein frühes Füßchen hier, ins Beinchen. Und dann geht's schon weiter. Alter, Frische. Boah, Alter, die ziehen wir ganz schön rein. Ja, aber sobald du nah dran gehst, bist du am Arsch. Warte mal, ich hab ne Idee. Ah ja, genau, das war eine gute Sache. Ich hab keine Muni mehr. Fuck, ich hab nur noch ein Ding. Oh Gott, ich kann mich nur noch einmal verarzten. Der kommt nah. Der kommt. Geh weg, der macht einen Flammenwerfer, geh weg. Rushe. Boah. Guck mal den. Ich liege. Alter, ich komm. Sarazza! Wir sind Bros on Arms! Hol mich hier raus, Junge! Okay, komm weiter. Ey, nice, noch einer! Trumpf alles, was wir haben, komm! Streufeuer! Intervallfeuer! Kollege Bratwurst ist festgesetzt! Zeig dein Köpfchen, komm, du kleiner Wicht! Bam! Ja, Mann! Nice, Alter! Richtig den Laden auf! Wir haben die Bastarde in die Hölle geschickt! In die Hölle sag ich dir, ja. Fremde Hölle, da ist kein Gegner mehr. So. Wo bleibt eigentlich der Junge da aus dem Ruhrpott? Wo bleibt eigentlich der Junge aus Kleve? Ich hab noch kurz was gefuttert. Ach, mal eben zwischen der Display. Nein, das war Spaß, Alter. Mein Spiel ist einfach abgestürzt. Sie wollen die Infektion ausbrennen, und zwar inklusive der Leute, die versuchen, sie aufzuhalten. Also wie heißt Vorsicht, diese Fraktion nochmal? Leute, hier. Oh nein, nicht schon wieder. Seid ihr bereit? Scraps. Ich bin da. Tschüsschen. Sind die doof. Scheiße, Jungs. Hey, auf die Fissen. Ich bin da.
Oh, die haben wir gezimmert. Komm. Yeah. Ja, Mann. Geile Aktion, Mann. Oh. Geile Aktion. Ich bin begeistert von eurem Skill. Ist echt wichtig, dass wir unsere Scheiße hier, unsere... Doch. Scheiße? Oh, mal, ich höre den Doren wieder doppelt hier. Warte, ich muss mal ganz kurz noch in der Kuppe. Entschuldigung. Ah, dieser Dorisson, ey, das ist ein Junge. Weil du kannst uns jetzt nicht nachschauen, Curry, ne? Doch, bin ich doch jetzt schon. Ja, aber ich meine, bei uns hier wir im Job... Wir können den höchstens aus der Gruppe entfernen, das wäre auch noch was. Ja. Nein. Geh dann runter hier in die Höhle. Die Höhle des Grauens. Mit dem Projekt sollte das U-Bahn-System ausgebaut werden. Es war noch nicht fertig, als die Dollargrippe ausbrach. Öffentliche Bauten in New York folgen ohnehin ihrem eigenen Zeitplan. Boah, ohne Scheiß, das ist aber ein nice Spiel. Aktivieren Sie das Energierelais. Ja, das Level-Design ist Hammer. Das kann man einfach nicht abstreiten. Guck mal hier. Das Relais wurde aktiviert. Wir haben einen Checkpoint erreicht. Alter, ich bin wieder bei euch. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass ich in die Story reinkomme. Wenn es doch so Story-Driven ist. Wer das Licht eingeschaltet hat, ist entweder von der JTF oder hat sich verlaufen. So oder so. Danke. Hier, Fei Lau, ich misch mich kurz ein. Die Hilfe ist von uns, Rhodes. An wen auch immer. Machen Sie sich auf den Weg zum Sekundärrelais. Und sobald Sie Leichen sehen, setzen Sie schnell die Maske auf. Sonst sind Sie tot. Ich würde ja mal sagen, wir machen hier ein Folgenpäuschen und machen in der nächsten Episode weiter. Wir können auch gerne machen. Dann glotze ich immer schön hier runter. Ich schieß mal kurz zu euch auf. Das sieht ja wunderbar aus hier. Das ist ja richtig schön. So lässt sich's leben in New York. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Division. Macht's gut. Uhu. Ja, das nimmt ja langsam richtig Fahrt auf hier. Also ich fand das schon sehr atmosphärisch gestaltet, jetzt hier die neue Mission. Und wie ihr seht, sind es doch nicht nur die ganz normalen Beta-Missionen, sondern es sind auch noch ein paar andere Gewürze dabei in Form neuer Quests, die doch richtig cool aussehen. Freue ich mich drüber und ich bin gespannt auf die nächste Folge und was Division noch so zu bieten hat. Bis dahin!